Sehr gerne bin ich heute zum Schlusstag dieses Pfingstdialogs Geist und Gegenwart gekommen und möchte Ihnen einen herzlichen morgendlichen Gruß zum Beginn eines sehr inhaltsreichen Vormittages entbieten. Ich kann mich noch gut an den Start dieser Pfingstdialoge im Jahr 2005 erinnern, wenn ich das so ausdrücken darf. Diese Pfingstdialoge sind ja von K&K gegründet worden, also von Klasnik und Capillari. Und wir waren dankbar, die Frau Landeshauptmann damals, dass sich der Herr Diözesanbischof zur Verfügung gestellt hat. Und ich freue mich sehr, dass beide Persönlichkeiten heute hier anwesend sind und dass der Herr Diözesanbischof Emeritus ein grundlegendes Referat halten wird. Mein guter Freund Herwig hat schon darauf hingewiesen, dass wir 2006, mein Regierungsteam und ich, uns entschieden haben, diese Pfingstdialoge weiterzuführen, denn die Steiermark war immer ein Ort der anspruchsvollen geistigen Auseinandersetzung mit den wichtigen Fragen von Zeit und Welt, des grenzüberschreitenden Dialogs. Und es war meine feste Überzeugung, und es bleibt meine feste Überzeugung, dass diese Pfingstdialoge dafür ein wesentliches Element sind. Und ich möchte auch der Christina Edlinger-Ploder sehr herzlich danken, die das ja federführend jahrelang in ihrem Ressort immer vorbereitet hat, wie ich auch dem Christopher Drexler, dem heutigen Wissenschaftsreferenten, dafür sehr herzlich danken möchte. Diese Pfingstdialoge dienen immer auch der Standortbestimmung. Wo steht das Projekt Europa? Und was ist die Position Österreichs? Diese Frage ist eigentlich immer zu stellen, aber ganz besonders im Jahr 2015, das viele besondere Anlässe zur Standortbestimmung bietet. 70 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa, 60 Jahre Österreichischer Staatsvertrag, 40 Jahre Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki, 25 Jahre Charta von Paris, der OSZE-Staaten, 20 Jahre österreichischer EU-Beitritt. Die Fortschritte, die das Projekt Europa seit 1945 gemacht hat, sind, nehmt alles in allem, höchst eindrucksvoll und ermutigend. Es wurde die längste Friedensperiode in der Geschichte West- und Mitteleuropas eingeleitet. Eine kriegerische Auseinandersetzung unter den EU-Mitgliedstaaten ist unvorstellbar geworden. Die Gründung der EWG 57 durch 6 Staaten führte trotz dauernder Krisen und Rückschläge zu einem ständigen Erweiterungs-, Integrations- und Vertiefungsprozess. Heute gehören, wie Sie wissen, 28 Staaten der EU an und es gibt welche, die den Beitritt anstreben. 1989 brachte den Fall der Berliner Mauer, des Eisernen Vorhangs und der kommunistischen Diktaturen in zahlreichen zentraleuropäischen Staaten und führte vielfach zu ihrem EU-Beitritt. Die 1991 unabhängig gewordenen Nachbarn Slowenien und Kroatien wurden 2004 und 2013 EU-Mitglieder. Aber natürlich gibt es Krisenerscheinungen und schwere Rückschläge. Die Sicht auf Europa war beim ersten Pfingstdialog 2005, das ist für mich durchaus eine bittere Erkenntnis, sicherlich wesentlich optimistischer und unbeschwerter als heute, zu Pfingsten 2015, wenn wir nur an die inzwischen aufgetretene weltwirtschaftliche Finanzkrise, die Diskussion über Brexit, die Attentate von Paris und Kopenhagen, die Jugendarbeitslosigkeit, die Schuldenberge, Energie- und Umweltprobleme, erstarkenden Fundamentalismus, Nationalismus und Populismus oder die Ukraine-Krise denke oder gar an die Flüchtlingsdramen. Wissen Sie, diese Flüchtlingsdramen gehen mir trotz oder weil, weiß ich nicht, des Wahlkampfs ziemlich durch den Kopf. Das ist schon ein Hinweis darauf, dass sich Europa sehr schwer tut mit der Solidarität,
dass wir auf diese menschlichen Schicksale schwer eine Antwort finden. Dass da einzelne Staaten, und das erschüttert das Fundament Europa so, einfach sagen, ich habe einen anderen Vertrag, ich nehme keine Flüchtlinge auf. Und das erschüttert mich ehrlich gesagt, ich bin lange in der Politik, wie primitiv die Sprache in diesem Zusammenhang geworden ist. Am letzten Samstag war der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer bei mir. Der hat mich auf dem Weg vom Flughafen zur Listhalle gefragt, Fremde im eigenen Land, was ist das? Und der hat mir erzählt, solche Plakate wären in Deutschland nicht möglich. Das beherrscht aber einen nicht unwesentlichen Teil der Landespolitik und führt zu Sprachverletzungen, Grenzüberschreitungen in der Sprache. Gewalt beginnt in der Sprache. Und heute sind wir wieder dort, dass wir das erleben. Und es ist für mich so unfassbar, wie es gelingen kann, alles, was es hier gibt, in einen Topf zu bringen. Jede und jeder von uns weiß, dass wir Probleme haben. Wir dürfen die Probleme nicht leugnen. Wenn Sie mit Polizisten am Ländplatz, ich war am 1. Mai dort, da besuche ich immer Menschen, die arbeiten, Krankenhäusern, Feuerwehren, was weiß ich, Ziegelfabriken. Da war ich am Ländplatz bei den Polizisten, dazu gehört der Volksgarten, ja. Wenn Sie denen zuhören, was sich da abspielt, kommen Sie schon zur Erkenntnis, dass wir was tun müssen. Aber es ist doch unzulässig, dass ich die syrische Familie, die Christen in Syrien, wo der junge Familienvater in meiner Siedlung, ich wohne in einer Siedlung von 10 Häusern mit je 8 Wohnungen, lebt jetzt so ein Flüchtling für kurze Zeit mit seiner Frau und seinen Kindern. Wenn der, weil er als Christ von den Dschihadisten dort verfolgt wird, nur mehr durch Flucht das Leben von sich und seinen kleinen, unschuldigen Kindern retten kann, dass wir als christliches Land dann für diese armen Teufel oder armen Menschen, ja, nicht eine Zeit lang Platz haben, das erschüttert meine Seele. Denn gerade deren oberster Führer das Kreuz vorne trägt bei seinen Versammlungen, das hat er schon gemacht, agieren unzulässig. Und das muss daher benannt werden. Gerade von Leuten, und ich gehöre dazu, die persönlich, das ist jeder Manns oder jeder Fraus Sache, auch dem Glauben verbunden sind. Wenn wir für diese Leute nicht eine Zeit lang Quartier haben, dann könnte man, wie ich es einmal ausgedrückt habe, den Taufstein in der Sakristei wieder abgeben. Es ist eine Debatte, die in der Primitivität, hat man der Seehofer gesagt, gibt es in Deutschland nicht. Das ist dort unzulässig. Wir haben in manchen Bereichen, dieser Bereich gehört dazu, zu lange zugeschaut, wie die Sprache immer wieder Grenzüberschreitungen vollzogen hat und heute kein Ausdruck mehr tabu ist. Meine Eltern hätten gesagt, es ist ein schwerer Sittenverfall. So, jetzt komme ich wieder zum Manuskript zurück.
Aber Herwig, das Wesentliche habe ich ja verlesen, was du mir da aufgeschrieben hast. Ich glaube jedenfalls, dass Europa ein Projekt des Friedens, der Demokratie, des Rechtsstaats, der Menschenrechte und der ökosozialen Marktwirtschaft mit möglichst gerecht verteiltem Wohlstand ist auf einem Wertefundament aufgebaut. Christlich inspirierte Politiker wie Adenauer, Monet, Schumann, de Gasperi haben Fundamente gelegt, an denen es weiterzubauen gilt. Religionen können einen wesentlichen, ja einen entscheidenden Beitrag zum Wertefundament leisten und haben dies bei uns stets getan. Andererseits kann irregeleitete und irreleitender religiöser Fundamentalismus und Fanatismus zu gefährlichen Radikalisierungen, Intoleranz und Gewalt führen. Es geht um klare Orientierungen und Grenzziehungen. Und ich bin heute beim Hereinkommen von einigen, auch vom Herrn Landesrat, angeredet worden, Alice Schwarzer soll einen ganz starken Beitrag gestern zum Thema Islamismus geleistet haben. Und ich habe es nicht gehört, aber ich werde es nachlesen. Ich danke Ihnen auch dafür. Ich freue mich daher jetzt ganz besonders auf das Referat von Herrn Bischof Capellari. Das ist ja der Bischof, bei der mir in der Abschiedsrede, die ich halten durfte, Abschied, nicht Abschied, sondern Dankesrede zu seinem Bischofsamt, mit dem ich immer sehr gerne Gespräche geführt habe und dessen Predigten ich auf Anhieb nicht immer verstanden habe. Und ich habe gefürchtet, dass er mit mir schimpft, wie mir das rausgerutscht ist. Dann haben mir aber Priester gesagt, dass er selber hin und wieder auch bei Vorträgen sagt, man muss das nicht gleich auf einmal, man muss das nicht gleich verstehen. Also, ich habe mir seine besonders überzeugenden Reden, das ist immer so schön für mich am Fronleichnamstag, wenn wir da durch die Stadt ziehen, das ist ja auch eine Demonstration, dass es noch Katholiken in der Stadt und im Lande gibt, da sind immer tausende Leute und das, was sie dort immer gesagt haben, das habe ich, selbst wenn ich es gleich verstanden habe, immer auch noch einmal nachgelesen. Ich möchte jedenfalls sagen, dass der Bischof einer der brillantesten katholischen Intellektuellen unserer Zeit mit europäischer Perspektive ist. Und ich bitte Sie nun, Herr Bischof, zum Thema gute Religion, böse Religion, alte und neue Fragen der Religionskritik zu sprechen. Wir erwarten uns von diesem Vortrag wichtige Orientierungen. Und ich möchte Ihnen, darf ich es so sagen, in dieser Stunde noch einmal für das unendlich Gute, das Sie für die Diözese getan und gemacht haben, in großer Verbundenheit danken.